Ich habe eine neue Terrasse. Ja, und ich habe mir die jetzt umbauen lassen. Schönes Holz, aber wahnsinnig kahl, wahnsinnig kahl. Dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwas anderes. Irgendwas stört mich daran. Was Grünes oder so. Ich bin in eine Baumschule gegangen und habe mich von einem Gärtner beraten lassen. Ich dachte, okay, vielleicht finde ich einen passenden Baum. Den Stamm? Ja. Mhm. Mit den Blättern. Ich sag mal, in der Höhe. Geht das? Der Stamm war ja in Ordnung. Trotzdem wären mir die Blätter in Dunkelrot halt viel lieber. Herr Schreiner, Sie müssen endlich lernen, Ihre Flexibilitis zu überwinden. Mein Name ist Marco Schreiner. Ich arbeite seit 12 Jahren im Dormer Glaswerk Bad Salzuflen. Das, was Dr. Degenhardt als Flexibilitis bezeichnet, das nennen wir das Erfüllen von Kundenwünschen. Seit 2013 ist deshalb unsere Produktion komplett digital. Lieferscheine und Anweisungen erhalten die Mitarbeiter papierlos. Das bedeutet für unsere Kunden, noch am Produktionstag können wir auf Änderungswünsche reagieren. Und wenn gewünscht, lautet die kleinste Stückzahl 1. Wir schaffen mit den Produktvarianten einen grenzenlosen architektonischen Gestaltungsspielraum. Allein auf der Bau 2015 haben wir 5 Glasinnovationen vorgestellt. Wir liefern in mehr als 45 Länder auf der ganzen Welt. In Europa sogar innerhalb von 48 Stunden. Die Beratungskompetenz und die Sortimentsvielfalt von über 12.500 Einzelartikeln ist branchenweit einzigartig. Tja, nun weiß Dr. Degenhardt zumindest, woher diese Flexibilitis kommt. Und er hat sie erfolgreich behandelt. Denkt er zumindest. Denn den Baum habe ich mir so gemacht, wie ich ihn haben wollte. Dunkelrote Blätter und weißer Stamm.